Recht herzlich willkommen zur 53. Folge von Simotrans. Ja, sind wir drin in unserem Spiel, wo haben wir letztes Mal geguckt. Irgendwo, ach, das Schiff. Wir wollten das Schiff anderweitig beladen noch, dass es auf der Rückfahrt noch Ware mitnimmt. Aber stellt sich dann die Frage, wer liefert darüber? Wohl irgendwie ging das auf der Karte anzugucken und das habe ich schon mal gecheckt. Und das ist jetzt hier, wenn man da das anklickt, dann sieht man hier die Verbindungslinien. Und wie man so sieht, ist da jetzt irgendwie nicht so wirklich was darüber gebracht werden muss. Und hier geht was. Ne, warte, hier. Der liefert zwar darüber, Tierfutterfabrik, aber wir haben kein Schiff, was Tierfutter darüber bringt, sondern das bringt Paletten hier hin und her. Deswegen ist das nichts für uns. Hier ist auch wieder Tierfutterfabrik. Ist alles nicht das, was wir darüber bringen müssen. Das sind alles andere Waren, die darüber kommen, sagen wir mal. Gut, wenn die Städte irgendwann wachsen, was wir hoffen, dann gibt es vielleicht irgendwelche Abnehmer, dass da irgendwo noch eine Bäckerei ist oder keine Ahnung was. Und dann wird das darüber geliefert. So, gucken wir aber erstmal in unsere Städte gerade rein. Hier, die sieht super aus. Hier baut sich ein Stück daneben. Vielleicht erweitert sich die Stadt da, muss man aufpassen. Dann haben wir hier noch eine. Bei der Bäckerei, ne? Großbäckerei. Ist aber auch alles abgedeckt. Gehen wir hier gerade rüber. Döbeln. Ist abgedeckt, ist aber hier kurz davor. Könnte sein, dass da auch was passiert mal. Dann müssen wir da weitermachen. Gehen wir nach Lauter. Lauter wächst sehr schön, ne? Das ist schön am Wachsen alles hier. Das ist gut. Da haben wir auch noch die Attraktion da angeschlossen. Hier in Sondershausen ist noch alles abgedeckt. Dann war hier Floto. Floto wächst auch. Hier ist die erste Stelle daneben. Muss man mal gucken, dass da nicht irgendwo auch mal was rauswächst. Und dann haben wir hier noch Waldeck. Waldeck an der Schnur aufgelistet. Ja, wisst schon, was ich meine. So, und dann sind wir hier Riedenburg. Da ist ja dieser Dom dazugekommen oder alte Kirche, glaube ich. Mittelalterkirche. Mittelalterliche Kirche, so heißt sie. Und ist noch alles abgedeckt. Aber da muss man aufpassen, dass das nicht hier wächst und dann auch so ist. Gehen wir nach hier oben, da ist Hardexen als nächstes. Gucken wir mal, hier ist es. Ist noch voll drinne. Und dann ist hier noch Adenau, oder wie ist das? Altenau. Adenau war ja die erste Stadt. Ja, Altenau ist ein bisschen begrenzt, ne? Weil wir hier den Linienverkehr haben, den Zugverkehr haben. Da ist es mit dem Wachsen nachher schwierig. Ja, gut. Müssen wir dann überlegen irgendwann, ne? Ob wir diese Stadt noch zum Wachsen kriegen oder nicht. Ja, dann können wir weiter gucken. Einmal die Liste auf. Hier rein. Gewinn ist ausgewählt. Dieser Bus ist Stadtbus Lauter, ist blau. Das heißt, er ist veraltet, aber ja, die sind jetzt nicht, weil sie veraltet, so schlecht sind, ne? Können natürlich mal gucken, der braucht 2,37 den Kilometer. Und wie viele Personen gehen rein? 37. Ob das jetzt austauschen sinnig ist? Warte, wir müssen nach Floto. Da ist ein Depot, ne? Busse, ja. 2,37. 3,84. Hat natürlich 60 Passagiere da drinne. Das ist ein Postbus. Okay, der bringt sowieso nicht. 3,71. Ja, das ist einfach der, den können wir erstmal so lassen, ne? Die anderen sind teurer, beziehungsweise, ja, vielleicht am Ende, aber wir werden nicht in dem Ort da mit so vielen Leuten durch die Gegend fahren. Das lohnt nicht, ne? Das ist halt so. Gut. Stadtbusse sind Minusgeschäfte zurzeit.
Ist halt so. Warum hat er denn Minus? Und er hat gar nichts drauf und kommt vom Stahlwerk. Warum lädt er denn nicht? Stahl. Jetzt zur Maschinenfabrik gebracht. Maschinenfabrik. Hat genug Stahl wahrscheinlich. Gut, aber dann muss der doch noch nicht mehr durch die Gegend fahren, oder? Ach so, warte mal, war das irgendwie, dass das Zug hier noch was anderes auch noch durch die Gegend fährt? Nein. Der beliefert zwei, ne? Der beliefert das Stahlwerk da und da. Der fährt jetzt zu dem anderen da unten hin, ne? Glaube ich. Wo ist es denn? Hier fährt er auch noch hin, holt. Und das ist ja schwierig jetzt, ne? Lass mal den verfolgen wir mal und machen schneller. Der hätte da jetzt abgeliefert und holt da aber auch nichts. Ja, das macht ja dann keinen Sinn, ne? Dann würde ich sagen, gib mal hier den Fahrplan. Aber wo willst du den stehen lassen? Das ist die Frage, ne? Da hinten kannst du nicht stehen lassen, weil er auf Strecke voll ist dann. Weil das ein Durchgangsbahnhof ist. Hier wird es unten noch gehen, ne? Aber da ist nur einer, müsste man dann mehrere machen, ne? Zurzeit ist nur einer. Macht das zu. Ne, macht das nicht zu. Macht das nochmal auf. Und wir müssen hier die Linie ändern. Und hier ist 100% Beladung angesagt, ne? So. Dann sollte der beim nächsten Mal da bleiben. Gut. Aber dafür müssen wir das wahrscheinlich hier umbauen. Das müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Zug. Machen wir 160er Gleise jetzt hin. Ich mache den aber weiter nach hinten schon. Den verlängern wir auch um 1. So. Und dann Bahnsteig dran. Da. Haben wir. Hier vorne muss noch ein Signal hin, ne? Dann haben wir wieder das Problem. Dann müssen die hinten rausfahren halt. Und da geht's zurück. So machen wir das. Und dieses Signal muss dann woanders hin. Was ist denn das für eins? Warte mal, das kann jetzt. Nee, kann nicht zu. Das ist das normale Signal, ne? Machen wir ganz einfach dahin. So, die Richtung, dann fährt da keiner rein, dann müssen die da rausfahren. Und das gleiche fährt er dann jetzt lang. Leider woanders. Das ist ein ganz normales Signal hier, glaube ich, ne? Können wir das gerade wegreißen? Geht das mit dem? Nö. Schnellstens zubauen wieder. Passt. Er fährt da rum. Das ist alles gut also. Ich möchte es ein bisschen anders machen hier. Das sieht sonst nicht so dolle aus. So und da steht er auf Strecke dann wieder, ne? Das ist auch doof. Aber eigentlich sind drei Gleise da.
Machen wir da das Auswahlsignal dann hin. So, jetzt sollte das funktionieren eigentlich, oder? Das ist hier. Das ist da. Und wo ist jetzt der Zug mit dem Eisen? Der steht hier. Auf was wartet der da? Haben wir was falsch eingetragen in den Plan? Kann das sein? Nee, warte mal, da müssen wir nicht hin, sondern da müssen wir hin. Altenau Maschinenfabrik, genau, falsch. Da, 100. Wieder die falsche Seite gewählt. Und da, 0. So. Jetzt müssen wir dem nur den Fahrplan einmal sagen. Nicht möglich, okay, auch schön. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht möglich ist. Derzeit, ich habe den noch nirgendwo mehr offen oder so. Das freut uns wieder, ne? So, schneller laufen lassen. Komm, machen wir nochmal da auf. Das war welcher? Weiß ich auch nicht auswendig. Stahl. Da ist er. Mach dazu. Mach das zu. Linie ändern. Schließen. Fahrplan geht nicht. Komischer Fehler. Der gefällt mir gar nicht, ne? Ja. Weiß ich jetzt auch nicht, warum der nicht läuft. Komme ich irgendwie anders dran? Ich glaube nicht, ne? Suchen Sie es später nochmal. Wann ist später? Linie ändern. Geht nicht. Sowas. Ja, ganz schicker Fehler. Dann müssten wir es jetzt ganz einmal auch, können wir es auch gleich ganz einmal umbauen, oder? Wie kriegen wir das jetzt hin, dass der wieder fährt? Gar nicht wahrscheinlich. Wahrscheinlich nach dem Abspeichern und Neustarten. Gut, aber die Folge ist auch lang genug, denke ich. Dann machen wir das so, dass wir das nächste Mal reingucken, wenn wir den Spielstand dann gespeichert haben und neu gestartet haben. Vielleicht läuft sie dann wieder. Und sonst habe ich auch keine Ahnung. Dann müssen wir ihn runterschmeißen und nochmal neu arrangieren. Dann machen wir aber zwei Züge, glaube ich, daraus. Okay, dann würde ich aber erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.